Hallo und herzlich willkommen zur Folge 122 des Laufen Entdecken Podcasts. Wie üblich, das übliche Social Media Getue. Wenn ihr toll findet, was wir tun, findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Strava, ihr findet uns sonst auch auf den Laufstrecken Wiens, aber da könnt ihr uns leider nicht liken, deswegen geht's einfach auf die Social Medias und liked uns dort. Wenn ihr besonders toll findet, was wir hier tun, Sie können uns auf den Laufstrecken Wiens schon liken, Sie können uns auch einen Daumen entgegenstrecken. Wir werden euch aber nicht mitnehmen, wir nehmen keine Anhalter mit beim Richtig. Laufen. Und wenn nur liken, nicht lecken. Ich wollte das nur der vorsichtshalber dazu gesagt haben. Wenn ihr besonders toll findet, was wir tun, findet ihr auch auf Steady und Patreon und könnt uns da ein bisschen Geld geben. Ihr könnt auch T-Shirts von uns kaufen auf laufendentdecken-podcast.at/shop. Wir möchten uns auch offiziell bedanken. Wir haben vom Hans eine Spende bekommen und jeder, der uns Geld gibt, ist ein großer Freund des Podcasts. Danke dafür. Ja, und Unterstützung ist sehr toll und gibt uns natürlich nochmal einen super Boost. Allerdings auch anhören, wenn jetzt irgendwer sagt, ja, ich habe aber nicht Geld und kann euch das nicht zuwerfen, auch anhören, Reviews schreiben oder was auch immer, ist alles toll, weil uns das irgendwie sagt, wir sind hier nicht alleine und reden Richtig. Vor uns hin. Man muss aber schon dazu sagen, wenn man nicht spendet, ist man nur Zuhörer zweiter Klasse. Natürlich. Also wir sind jetzt auch nicht großartig anders wie das Gesundheitssystem. Richtig. Es gibt so eine Basisausstattung, ihr könnt uns zuhören, aber wer privat zahlt, der ist nochmal ganz speziell. Der darf uns auf den Laufstrecken da sogar ablecken. Fair. Wie ihr schon gehört habt, ist auch der liebe Peter da. Deswegen offiziell hallo Peter. Hallo Flo. Wir sind heute wieder mal unter uns. Das ist ja dieser Tage, ist das ja nicht so oft. Wir haben einige Interviews bereits ausgestrahlt und einiges noch mal aufnehmen. Also da wird viel kommen. Deswegen haben wir gedacht, schieben wir mal so eine Zweierfolge dazwischen, lassen ein bisschen den UTMB, der wird euch sicher schon ein bisschen aus dem Hals raushängen, aber wir lassen ein bisschen Revue passieren, so die Situation danach und so ein bisschen auch 22, was wird noch kommen, wo stehen wir gerade, so ein bisschen einen Statusbericht, würde man in der Firmenwelt sagen. Genau, ist die Luft nach dem großen Projekt nun draußen und wir sagen, gut, Retirement passt, ab jetzt nur mehr Couchsessel und in der Ecke lehnen oder für dich wäre das Back to the Basics. Richtig. Für mich wäre es einfach wieder in die Ecke parken. Ich bin irgendwie so wie so ein Staubsaugerroboter. Ja, wenn ja, eine ja. große Aufgabe kommt, dann fahre ich aus meiner Ladestation raus, zack, fahre wieder in die Ladestation rein und denke, passt. Aufgeladen. Ja, genau. Mission accomplished. Ein Staubsaugerroboter trainiert ja auch nicht. Ja, nein, nicht. Naja, nein, der geht einfach nur wahllos. Ja, lass mal das. Wir haben auch heute wieder eine aktuelle Stunde und sie steht ganz im Zeichen der Frauen. Ja. Nämlich im Speziellen zweier Frauen. Die erste. Die erste ist die Julia Meyer, die den 10 Kilometer Straßen Österreich-Rekord eingestampft hat. Weil bei einem 10-Kilometer-Lauf einmal 18 Sekunden einer Andrea Meyer abzunehmen, die ihres Zeichens ja mehrfache Berglauf-Weltmeisterin ist und auch, ich glaube, immer noch den österreichischen Marathon-Rekord hält. Den hat neulich, vor Endzeit, aber nicht lange, die Eva Wutti eingestellt, aber nicht unterboten. Also die halten beide gleichzeitig den österreichischen Rekord im Marathon bei den Damen. Und ich habe das nämlich gerade gegoogelt, das stimmt, ja. Das wären 2 Stunden 30, 43. Ja. Sie hält auch, die Andrea Meyer hält auch den Halbmarathon-Rekord in 1:11:34. Genau. Und dieser jenen welchen, die hatte auch eben den 10-Kilometer-Rekord, den hat die Julia Meyer jetzt da die Krone abgenommen. Im Rahmen des 10-Kilometer-Bewerbs vorm VCM, also am Tag davor. Der Unterschied zwischen den beiden sind, ich glaube, 20 Jahre, weil die Andrea Meyer ist
wenn ich mich nicht täusche, 42 und ist Amateur, also die arbeitet Vollzeit nebenher, also 40, 50, 60 Stunden als Chirurgin in Salzburg. Die Julia Meier ist Lehrerin, ist ungefähr halb so weit und ist jetzt Profi seit letztem Jahr. Die war Lehrerin und hat sich karenzieren lassen und ist jetzt beim, ich weiß nicht, ob sie beim Heeresport ist, aber keine Ahnung, also auf alle Fälle ist sie Profi. Ist nicht in Österreich der einzige Weg quasi, wie du... Ich glaube auch. Also du wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es irgendwie private Firmen, Schrägstrich, Unternehmen gibt, die einfach sagen, wir zahlen jemanden dafür, dass er quasi ein Profi da sein hat. Aber oder, ich weiß nicht, ob das dann gibt. Beim Walter funktioniert es auch, der ist nicht beim Heer. Richtig, richtig, richtig. Ja. Also theoretisch kannst du wahrscheinlich so... Ja, es ist wahrscheinlich schwerer. Aber dann bist du wahrscheinlich... Bist du selbstständig? Wahrscheinlich schon. Muss ja sein. So ich ergehe wahrscheinlich. Wenn da jemand Bescheid weiß, gibt es uns Bescheid. Und die hat den 10-Kilometer-Rekord hat sie aufgestellt in 32,54, weil jetzt haben wir so oft darüber geredet, aber nicht die eigentliche Zeit genannt. 32,54. Ja, ich habe es absichtlich nicht gesagt. Willst du dich nicht selbst demoralisieren? Nein, das macht mich ein bisschen traurig. Das ist, verstehst, sie hat sich in der Zeit dann nicht nur ein Eis geholt, sondern sie hat es schon gegessen, bis ich im Ziel bin. Ja, muss einfach schneller werden. Oder, oder mein Ansatz wäre, ich kaufe mir vor dem Start Eis. Auf Englisch würde man sagen, whatever floats your boat. Okay. Jetzt mag ich Eis. Oh. Aber du hast auch noch jemanden. Ja, und zwar eine Kenianerin, die Mary Katena, das habe ich nicht gut genug ausgesprochen, die Mary Katena, eine der besten Marathonläuferinnen des vergangenen Jahrzehnts, die hält nämlich einen Frauen-Marathon-Weltrekord. Bei den Frauen gibt es ja zwei. Es gibt jenen, wo du quasi in einem Bewerb mitlaufst, wo auch Männer dabei sind. Und da gibt es einen Frauen-Marathon-Rekord in Rennen, wo nur Frauen mitlaufen, weil es ja bekanntlich einfacher ist, wenn dich wer pässt. Und es gibt halt genügend Männer, die in dem Bereich, wo die Frauenweltrekorde sind, laufen können. Und damit kann dich wer quasi die ganze Zeit pässen. Hochkomma, genügend Hochkomma. Ja. Naja, es gibt schon, also ja, es gibt viele einfach. Es ist nicht, was ist denn dieser Weltrekord? Dieser Weltrekord ist bei 2017, nein, 2017:01 für den hat sie und den für die gemischte Rennen hält die Kenianerin Brigid Kosgei in 2:14:04, über den haben wir auch schon mal berichtet. Ja. Und eben diese Kenianerin hat jetzt quasi ihre Laufschuhe in den Nagel gehängt und hört jetzt zum professionellen Marathonlaufen auf. Und mischt jetzt die Volksläufe in ihrer Umgebung auf. Wahrscheinlich. Dazu habe ich später auch noch etwas zu sagen, aber das können wir auch vorziehen in die Aktuelle Stunde. Ja, bitte. Nämlich, es war jetzt ja auch der Tierschutzlauf. Ja, du 15 Kilometer. Ich habe teilgenommen. Und so wie viele unserer Teamkolleginnen des Team Vegans, also geht's dorthin, da Team Vegan anschauen, großes Foto, toll, toll. Und auch toller Verein. Und es haben bei diesem Lauf auch zwei so mittelschnelle Läufer teilgenommen. Das eine war der Andy Walter, der die 10 Kilometer gelaufen ist, in, weiß ich nicht, Trainingsbase von ihm, 31 irgendwas. Und der Herr Mistelbauer, Martin Mistelbauer, der eine Woche davor österreichischer Staatsmeister im Marathon geworden ist. Ich glaube, dort ist er gelaufen, 2:26, 2:28, keine Ahnung, irgendwas ganz Flottes. Und der ist die 5 Kilometer gelaufen, ebenfalls in einer völlig absurden Zeit. Die beiden haben sich dann aus der Wertung nehmen lassen, weil sie gesagt haben, es ist unfair. Und andere sollen quasi aufrücken und dann die Blumentöpfe, die Pokale darstellen, entgegennehmen. Weil für sie war es im Endeffekt nur Trainingslauf. Das ist eine sehr, sehr eine große Geste von Menschen, die halt quasi professionell trainieren. Weil ja.
bei manchen Rennen sieht man halt wirklich, dass da ambitionierte Amateure, Schrägstrich Profis dabei sind, die dann halt, wo du vor dem Start schon warst, die werden es einfach gewinnen mit x Minuten Vorsprung. Wahrscheinlich auch, wenn er sich die Haxen bricht, ist er noch immer schneller als der genau. Dritte. Ähnliches habe ich auch 2 Tage später beim Vienna Night Run erlebt. Da habe ich meine persönliche Bestzeit aufgestellt auf 5 Kilometer mit 18,43. War ich sehr überrascht, weil die Runde ist nicht flach und da sind Schienen und Zeug. Viele Menschen. Und eigentlich hat nichts dafür gesprochen. Und mein Gefühl hat auch nicht dafür gesprochen, weil eigentlich war jetzt, also es war schon anstrengend. Es war leicht anstrengend. Hast du ein bisschen schwer atmen müssen? Ja, auf der erste Kilometer mit 3,30, da habe ich mir schon gedacht, puh, es ist gar ein bisschen flott. Das könnte ich vielleicht nicht bis ins Ziel halten. Genau. Ich habe ja einen 4-Minuten-Kilometer drinnen gehabt. Das war der Gegenanstieg quasi dann beim Karlsplatz rauf. Ja, ja, ja. Da bin ich ein bisschen eingegangen, da haben mich dann die ersten 2 Damen auch überholt, die dann vor mir waren. Und in diesem Rennen haben gewonnen der Herr Bauernfeind vorm Herrn Listerbart. Beide wiederum, der Herr Listerbart hat seine Profi-Marathon-Karriere neulich an den Nagel gehängt und der Herr Bauernfeind ist, glaube ich, Staatsmeister auf 3000 Meter. Die waren in 14,18, glaube ich, im Ziel. Und der zweite in 14,50 oder irgend sowas. Die waren der eine 1/2 Minute vom anderen und der zweite dann wieder 1/2 Minute vom dritten. Also völlig. Also ja, kann man eh machen, wenn man es kann. Ja, warum kannst du es nicht? Das ist die große Frage. Weil ich schlecht bin, ganz einfach. Ja. Einfach nur, weil ich schlecht bin. Aber damit ist es offiziell, das ist die erste Bestzeit, die von meiner liegt. Wirklich? Ja, ich habe ja 18,58. Ich meine, ich bin halt schon ewig kein 5-Kilometer-Bestzeit-Dings mehr gelaufen. Das heißt, du warst bei meiner Juli, also da bin ich ja im Juli bin ich ja auch zum Spaß sowas gelaufen, da bin ich 18,59 gelaufen, da warst du ein paar Sekunden schneller, echt. Nein, ich war 18,59. Ich glaube, wir waren sogar gleich. Ich war 18,59 oder 18, ich weiß nicht. Sehr lustig. Es war mir damals wichtig, dass ich immer zu betonen, dass es unter 19 war. Das war damals mein Ziel. Verstehe. Das war 2013, glaube ich. Das ist schon eine Zeit her. Ja, Zeit für einen Fünfer. Ja. Da muss mir nichts. Weil im Halbmarathon bist du ja 1,28, 30. Genau, da bin ich 1,27, 38, glaube ich, oder sowas. Ja. Marathon sowieso mit meiner 3,10. Ja, da bin ich. Da bist du schon beim ersten Bier fertig, bis ich im Ziel bin. Und 10 Kilometer bin ich ja 38. Genau, da bin ich noch über 40. Genau, bis 49. Aber obwohl, wenn es jetzt die 18,43 hinlegst auf die 5, glaube ich ehrlich, wenn du es darauf anlegst, dass die muss die 10 Kilometer endlich unter 40 hinbiegen. Das kann also ich 2 Tage vorher bin ich 42 gelaufen, also das war aber nicht volle Kanne. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, es geht noch was. Aber also die Sub 40 hätte ich da nicht in die 40 gehabt, glaube ich. Ah, weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, in einem, je nach Rennen, je nach Tagesverfassung. Ja, aber ich glaube, du hast die Kapazität dazu in den Beinen, sagen wir so. Ob das jetzt an dem speziellen Tag dann klappt oder nicht klappt, aber das ist ja. Gut, aber ich damals schon, da wie man beim letzten Tierschutzlauf vor 2 Jahren. Ja, vor 2 Jahren. Da bist aber du ja der Beste. Auch eigentlich schon, also du glaubst schon die Beine gehabt, hast es aber an dem Tag nicht hingekriegt. Ja, also möglicherweise werde ich dahin ja noch hinentwickelt. Schauen wir mal. Richtig. Big things incoming. Ich glaube, das war's mit der aktuellen Stunde, oder hast du noch was? Naja, du könntest ja beim Hollerbrunner 4-Kellergassenlauf mitlaufen am Sonntag. Also, da gibt es einen 5er und einen 10er. Sag's ja nicht. Wir werden noch drüber reden, aber ich bin momentan in ganz harten Chill-Modus. Okay. Du bist ja auch nicht beim VCM mitgelaufen. Nein, ich bin nicht beim VCM mitgelaufen. Aus gutem Grund. Ja, das verstehe ich. Es gibt viele gute Gründe. VCM ist. Richtig. Wobei man muss ja, damit man das auch noch abgehakt und abgehandelt haben, den VCM, der Robert ist den VCM mitgelaufen, zumindest bis zur Hälfte. Der ist abgebogen, allerdings muss man sagen, wer 3 Wochen vorher oder 2 Wochen vorher noch 170 macht,
da ist es dann auch sehr sportlich, dass man das, dass man Halbmarathon in Sub 2 macht. Aber ich fand das lustig, ohne jetzt so viel vorgreifen zu wollen, aber es haben alle berichtet, dass sie relativ lang geknabbert haben und dem, also der Robert offensichtlich, weil er abgebogen ist. Du hast davon berichtet, dass es dir auch natürlich auf der zweiten Hälfte dann nicht sehr gut gegangen ist. Obwohl ihr dann die Sub 4 noch hingebogen habt. Das schon. 3,49 und die Sabrina 3,46. Und unsere geliebte Bergziege hat auch 3 Wochen später noch gejammert, dass er das Bein spürt. Und da ist mir eingefallen, dass ich mal vor Ewigkeiten ein Video über den Kilian gesehen habe. Und der hat damals schon gemeint, seinen ersten Meile hat er einen Monat gebraucht, um zu verdauen. 4 Wochen hast, dass du brauchst, bis du wieder voll da bist. Und ich habe neulich auch etwas gehört, dass das in der Trainingslehre quasi jetzt der Usus ist, weil Studie und alles toll, vom Michael Arendt, der ja mitunter Trainer ist von der Eva Sperger. Und auch vom Namberger. Ja, genau. Wirklich? Die haben so einen Trainingstalk gemeinsam gemacht. Ich war mir nicht sicher, ob sie einfach nur öfter miteinander reden oder ob er wirklich man hört es im Fatboys Run. Kann man es nachhören. Und der hat jetzt gesagt, es gibt eine Studie, wo sie verglichen haben, an 100 Meiler oder einen Langdistanzlauf mit einem Etappenlauf. Und lustigerweise, direkt nach dem Lauf oder die erste Zeit ist der 100-Meilen-Läufer viel erschöpfter. Nach 2 Wochen allerdings ist der Etappenläufer viel erschöpfter, weil der immer wieder jeden Tag quasi in diese Ermüdung hinein Gas gibt. Und das macht der Körper, macht es zwar sehr lang mit, aber wenn dann einmal Chill-Modus angesagt ist, sagt er, alles klar, du hast mir jetzt x Tage gefordert, jetzt ist mal Schluss, jetzt ist Fastenzeit. Ein Chill, ganz harter Körper. Genau. Wie die jungen Leute sicher sagen würden. Ja, chill mal dein Leben, Bro. Aber wobei, ich weiß nicht, ob Bro noch en vogue ist. Bruder, Alter, Bruder. Brudi? Brudi. Brudi-Bro? Brudi-Bro. Brudi-Bro. Jürgen, ich glaube, wir haben mittlerweile die aktuelle Stunde schon verlassen. Ja, ich glaube auch. Und mir fällt jetzt nicht viel ein. Mehr? Ja, genau. Und wir wollten ja so ein bisschen so Post-UTMB, wie geht's uns und was machen wir 2021 noch so ein bisschen sprechen. Genau. Wie geht's dir, Peter? Wie du mitbekommen hast, habe ich schon mein Hochkomma-Training. Hochkomma ist gleich Wettkämpfe aufgenommen. Ja. Weil ich habe nämlich lustig gewesen, seit dem CCC einen Trainingslauf gemacht und 3 Wettkämpfe. Ja. Also im Endeffekt war ich 4-mal laufen. Bist also zu deinem alten altbewährten System zurückgekehrt. Ich bin zu meinem guten alten Schema zurückgekehrt. Funktioniert ganz gut. Du bist ja gelaufen den VCM. Da warst du als Pacer unterwegs, richtig? Jawohl, ja. Und da ist es dir in der zweiten Hälfte nicht so gut gegangen. Genau, da hat es mir einfach bei Kilometer, weiß ich nicht, beim zweiten Mal im Prater, habe ich es bei dieser dritten Übergabe von der Staffel, das sind 30, 31, 32, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung, da habe ich gemerkt, oh, jetzt wird es mühsam und 2 Kilometer später, wie beim letzten Mal, wie ich ihn gelaufen bin, da hat es mir aber wirklich ganz, ganz hart den Stecker gezogen im Sinne von, auf einmal ist mein Puls 20 Schläge weiter oben gewesen, so von jetzt auf gleich, auch innerhalb von, was nicht, 70 Meter. Und meine Wadel haben zugemacht. Und habe mir gedacht, huh, was ist denn hier los? Dann habe ich die Sabrina, die noch wirklich super stark unterwegs war, gesagt, du, lauf mal hin, weil sie wollte Sub 4 laufen, ist dann, glaube ich, sogar Bestzeit gelaufen, also ihr Personal Best. Gratulation an dieser Stelle, weil ihre Vorbelastung in der Woche waren nämlich 80 Kilometer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob 80 Kilometer in den Füßen haben für Personal Best Laufen so die beste Ausgangslage sind. Hat aber funktioniert. Ja, ich glaube, du kannst dem Ergebnis nichts entgegenhalten. Na, ich bin dann bei der letzten Labestation ein paar Meter gegangen. Bin das gemeinsam gegangen mit dem Preisfranz, der Knie gehabt hat zu dem Zeitpunkt.
und wir sind es dann gemeinschaftlich im Altern-Modus ins Ziel getrottet. Das war so. Es hat funktioniert, wir sind 3-49 gelaufen, eh. Es war aber schon auch echt anstrengend. Ich habe das auch einmal gehabt. Damals, als ich Dalmatien dann abgebrochen habe, bin ich auch auf 110 zumindest gekommen und sollte dann 2 Wochen später oder so beim New York Marathon mit meiner Schwester laufen. Da macht das so ein Marathon, den kriegst du schon irgendwie hin. Und die Kathi wollte ja damals in 4:30 laufen, aber seine Pace, die kriegst du auch noch irgendwie hin. Und mir hat es aber auch ganz hart bei 30 dann kurz einmal in den Stecker gezogen, dass ich mir gedacht habe, alter Verwalter, das ist eine ganz harte Nuss. Habe mich dann auch zieh mal, der Papa ist damals auch mitgelaufen, lauft sie mal, hab mir dann echt 2 oder 3 Gels reingepfiffen. Also bei mir waren die Wadeln haben zum Glück nicht zugemacht, das war nur echt, ich habe Kraft, war kraftlich, war von einem Moment auf den anderen, habe ich keine Kraft mehr gehabt, ich habe die Pace nicht mehr halten können. Ja. Dann habe ich mir echt da 2, 3 Gels reingepfiffen, so innerhalb von Sekunden. Ja. Und plötzlich ist ein Ping und ich war wieder da. Und dann habe ich aufgeholt und dann haben wir es damals noch in 4:28 geschafft. Ich habe auch Gels reingekaut. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch Temperatur war, dass ich einfach zu wenig getrunken habe. Dass ich mir quasi, dass ich zwar Getränke hergegeben habe, aber dann selber zu wenig getrunken habe. Ich weiß es nicht. Und was ich mir, also ich habe am Tag danach, oder eigentlich am selben Tag, wenn ich mir die Schuhe ausgezogen habe, ich hatte das erste Mal eine riesengroße Blutblase auf den großen Zehen beidseitig und habe mir gedacht, hui, vielleicht waren die Schuhe jetzt nicht ganz so optimal oder, ich habe halt auch extrem wenig Straßenkilometer das Jahr. Also du hast natürlich gesagt, möglicherweise. Wir haben das im Hand schon festgestellt, natürlich hast du wenig Straßenkilometer, aber meinst nicht, dass 2 Wochen davor 100 Kilometer mit 6000 Höhenmeter vielleicht auch ein bisschen ein Grund ist, warum da irgendwann einmal einfach die Spucke ausgeht. Ich bin dazwischen ja nur einmal laufen gewesen, das heißt, getepert hätte ich. Ja, aber es mag vielleicht dann doch ein bisschen zu wenig gewesen sein. Mehr tapern? Ja. Okay, kommt auf die Liste. Weniger trainieren. Du hast wahrscheinlich auch nicht richtig super kompensiert. Doch. Das habe ich am Freitag davor, man kann es im Instagram-Feed nachlesen, war ich noch extra bei einer befreundeten Band und habe mit den Musikern super kompensiert. Also, alles klar. Aber na, sonst geht es mir eigentlich gut. Ich bin jetzt auch recht lustig wieder, oder lustvoll nennt man es, glaube ich, nicht lustig. Kommt davon, Dinge, was du sagen willst. Wahrscheinlich beides. Wieder Dinge zu tun, also so, wenn er denn stattfindet, Linz-Marathon steht so im Raum, der Lindkogel-Trail steht im Raum, keine Ahnung, vielleicht den Traunstar, irgendwas fällt uns sicher noch ein, was ganz Lustiges ist. Also ich bin gut motiviert, wieder Dinge zu tun und versuche es nur, ich versuche meinen Fuß dabei nicht wieder abzuschießen. Ja. Wie man das vielleicht schaffen könnte, können wir dann am Schluss noch kurz besprechen. Genau, weil so das Fernziel ist schon so Alpen-Adria-Trail oder so irgendwas machen, also irgendwas lang, ganz Langes. Und wir haben ja schon darüber geredet, nach dem UTMB, mit den Herausforderungen, die diese 100-Meilen-Geschichten haben. Ich glaube, wenn ich sowas machen würde, würde ich gern in 35 Stunden fertig sein oder so. Oder 32. Also so nicht durch die ganze zweite Nacht. Das heißt, ich glaube, ich muss einfach ein gewisses Grundtempo halten können. Ja, ja. Dann ist dann vielleicht gescheiter, nicht das ersten 100 Meiler den UTMB zu machen. Ja. Erfahrungstechnisch, ich vermute mal, dass, wenn du das erste machst, du musst zumindest mit dem Dings reingehen, dass du das wurscht sein musst, ob du die zweite Nacht machst oder nicht machst. Glaube ich mittlerweile. Es kann da aufgehen und dann kann es nicht so sein, aber es kann da keiner garantieren. Das siehst du ja auch beim das Interview, was wir noch nicht gehabt haben, aber schon aufgenommen haben, beim Tom, der dann zwischen 2 Jahren, wo da 7 oder 8 Stunden dazwischen waren, weil es ihm einmal schlecht und einmal gut gegangen ist. Ja. Das kann da halt einfach, das kann da passieren, auch wenn du das theoretisch 32 in den Beinen hast. Du, was denn, vielleicht macht man sowas wie ein Wiener Wald Ultra, ja, der einfach flowiger ist oder so irgendwas. Ich habe mir angeschaut, nächstes Jahr würde mich zum Beispiel interessieren, Julische Alpen, der ist jetzt da, auch im September ist er jetzt da und nächstes Jahr ist er dann wahrscheinlich gleich, aber ich glaube,
verschieben sie momentan, ist das echt schwierig mit den Terminen, Dinge herum. Da habe ich mir die Strecke angeschaut, würde tendenziell 173 Kilometer sonst, glaube ich, mit 9000 Höhenmeter, der hat nur, ich glaube, 2000 Meter Anstieg an recht Treschen bei 120 oder so. Was du denkst, ob sowas als erstes wirklich geil ist, ich weiß es nicht. Ich würde auch, musst eh machen, wie es dann willst, aber ich würde auch empfehlen, dass jetzt zweieinhalb 100 Kilometer Läufe gemacht. Ich würde ehrlich gesagt, wenn ich du wäre, noch vielleicht so 2 Jahre zuwarten, auf die 100 Kilometer mich ein bisschen wohler fühlen und dann einmal so einen 120 bis 130 Kilometer reinschnuppern. Das wäre auch meine Idee. Also ich habe jetzt dann nicht unbedingt 22 das dringende Bedürfnis, 100 Meilen zu machen. Also wenn ich 100 Kilometer stabil und zügig machen kann, ohne am Schluss auseinanderzufallen, wie so ein Waffenradl, das mit der Schrotflinte anschießt, dann wäre mir das schon nicht unrecht. Und du sprichst auch immer vom IRTF, den anzugreifen. Das, genau. Ich glaube, das ist für 22 schon ein Projekt, wo du viel lernen kannst, auch was du dann später brauchst. Das denke ich auch, ja. Genau. Apropos, 100 Kilometer Läufe angreifen und so weiter. Wie geht's dir nach dem UTMB? Ja, ich bin ganz hart im Chill-Modus. Also im Lauf-Chill-Modus zumindest. Also es ist quasi, also ich laufe schon noch. Ich war jetzt wahrscheinlich ungefähr genauso oft laufen wie du. Ich müsste überlegen, was hier 4 oder 5 Mal laufen. Also ich war nicht so viel öfters laufen als du. Ich laufe jetzt so. Ist schön, gell? Ja, ganz ehrlich, ja. Also ich bin froh, nicht mehr 100 Kilometer in der Woche laufen zu müssen. Es ist angenehm, es ist einfach, ich habe es ja vorher schon gesagt, also das UTMB-Training und der Trainingsaufwand war schon zart am Schluss, also mental, körperlich. Und es ist mir nicht unangenehm, da jetzt, also ich gehe jetzt, die letzten 2 Wochen gehe ich so 3-mal die Woche laufen, einmal habe ich ausfallen lassen, weil ich so keinen Bock, richtig keine Zeit hatte, weil der Kleine die Aufmerksamkeit gebraucht hat und ich dann nicht um 9 am Abend noch rausgehen wollte, was ich vom UTMB sicher gemacht hätte, aber jetzt einen Lauf, nämlich am VCM-Wochenende habe ich auch gegen eine Radtour eingetauscht und bin mit unserem Befreundeten, mit dem wir beide kennen, bis nach Dulln gefahren und wieder zurück über die Donau. Dem Unaussprechlichen. Das war einfach geil. Also wir waren irgendwie 3 Stunden unterwegs, sind da 75 Kilometer geradelt. Jetzt wahrscheinlich für Radeltechnisch nicht sonderlich flott, aber es war einfach wurscht. Ich habe Bock drauf gehabt, eine Radeltour zu machen und ich habe es einfach gemacht. Ich will nicht sagen, dass ich unstrukturiert trainiere. Also ich habe schon noch meinen Trainingsplan. Und ich glaube, ich habe so auch ein bisschen im UTMB-Dings erwähnt. Also ich hab dann durchaus lange über den UTMB nachgedacht und ich muss sagen, ich will nicht sagen, dass er noch wehtut, aber man knabbert noch. Ich will auch nicht sagen, dass man noch Wunden leckt, aber er beschäftigt einen schon irgendwie, dass man es nicht geschafft hat und ich weiß nicht. Man ist nicht so, schüttelt man nicht so einfach ab. Also man hat doch relativ lange darauf hintrainiert, das war relativ groß, auch im Kopf war es groß und das dann nicht zu erreicht haben, ist kein angenehmes Gefühl. Du hast, also bei dir war das ja auch ein großes Ziel. Es war jetzt da vielleicht nicht der Lebenstraum schlechthin, wie es bei dem einen oder anderen war. Aber es war jetzt für dich auch schon seit Jahren immer durchaus ein sehr dominantes Ziel. Ich würde sagen, es war schon ein gewisser Meilenstein, weil es immer was war, was man gelesen hat, was man gekannt hat, aber es war immer was für die anderen. Oh. Im Sinne davon, für die, es war nicht so, dass man sich zugetraut hat. Und das in dem Sinne war es ein Meilenstein, an einen Punkt angekommen zu sein, wo man sich zutraut und wo man, und so, glaube ich, schon eine realistische Chance gehabt hat, das wirklich zu finishen. Dass es natürlich keine Garantie gibt, ist eh klar, aber es war nicht unmöglich. Und es hat viele Jahre davor unmöglich sich angehört. Und wir wissen, dass du es körperlich, dass dein Körper das durch Training durchaus drinnen hat. Also ja, okay. Das ist unbestritten, dass es grundsätzlich geht. Ja, ja.
Aber so im Nachhinein betrachtet, also so wie ich dich beobachtet habe, zumindest während des Rennens, dein Körper war nicht dein Problem. Nein, definitiv. Ich glaube nicht, dass mein Körper das große Problem war. Ich glaube, dass ich mental nicht ganz zerrissen habe. Hast du darüber nachgedacht, warum? Ich weiß nicht. Ich habe schon so die letzten Jahre Revue passieren lassen. Und irgendwie sind mir zwei Dinge sind mir besonders aufgefallen. Einerseits, keine Ahnung, wenn ich mich an Materie erinnere, ich erzähle eh oft von den vergangenen Rennen, und das war das Rennen, wo es mir definitiv am miesesten gegangen ist. Und da war ich irgendwie vom Kopf her immer davon überzeugt, muss man das positiv formulieren, immer davon überzeugt, dass ich es eigentlich ins Ziel schaffe. Da gab es keine Zweifel. Es war anstrengend und ich habe mir viele Male gewünscht, dass das Rennen vorbei ist, aber es war klar, dass ich mich da irgendwie durchquälen muss. Also das war klar. Die letzten 10 Kilometer habe ich dann schon wurscht. Ich habe geflucht, aber es war irgendwie klar. Und über die letzten Jahre, weiß ich nicht, ist da, man kann es einerseits Vorsicht nennen, andererseits eine Zögerlichkeit hat sich eingeschlichen. Mag diverse Gründe haben. Materia-Zeiten war ich allein. Die Konsequenzen waren relativ gering, was ich da jetzt, also ich sage, vielleicht das versäume, wenn ich mir irgendwas tue, aber. Kurze Zwischenfrage, hast du eine Lebensversicherung? Nein. Leg da nicht zu, dann ist nämlich wieder wurscht. Naja, ich glaube, die mich Liebenden würden mich lieber haben als das Geld einer Lebensversicherung. Hoffe ich zumindest. Du hast keine gute Menschenkenntnis, gell? Ja, anscheinend. Ja, aber ich weiß nicht. Aber irgendwie, ich weiß, was du meinst. Du und bist in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen eingeschlichen. Und andererseits, was mir auch noch irgendwie so zu denken gegeben hat, ich habe das halt über die letzten Jahre, und das besprechen wir auch immer mit dem Podcast, relativ konsequent verfolgt. Und ich würde nicht sagen, wie ein Profi, ich würde mich eher schon als ambitionierten Ausdauersportler bezeichnen, als Amateursportler, aber schon noch mit einer gewissen Konsequenz und zumindest mit einem gewissen mentalen Aufwand. Und man liest das ja auch von Profis hin und wieder, dass einem das irgendwann einfach ein bisschen zermürbt und einem so der letzte Punch fehlt. Jedes Jahr ist es immer mehr geworden. Es war schon so ein stetiger Fortschritt und eine stetige Erfolgswelle, auf der man irgendwie so sich tragen hat lassen. Und das vielleicht auch eine gewisse, weiß nicht, Ermüdung ist jetzt vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen die Frische gefehlt oder die, ich weiß nicht. Und ich rede ja schon seit Jahren davon, nächstes Jahr mache ich mal ein bisschen ruhiger. Und ich habe es jetzt jedes Jahr gefühlt, und nicht nur gefühlt, eigentlich immer mehr gemacht. Ich würde jetzt das nicht als Lauf-Sinn-Krise bezeichnen, aber durchaus als Indikator dafür, vielleicht auch ein bisschen mal auszubrechen aus diesem jedes Jahr mehr und jedes Jahr und dort ein Rennen, also und dort ein Ziel und dort ein Ziel und dort ein Ziel und ständig immer nur sich auf irgendwas zu konzentrieren und vom einem zum nächsten zu hetzen. Und so ein bisschen den Spaß. Ich würde sagen, das klingt alles so, als hätte ich. Den inneren Peter rauslassen. Ein bisschen den inneren Peter rauslassen. Mhm. So ein bisschen zumindest. Nein, was immer denke bei dem, wie du drin. Das Wort verbissen ist das Falsche. Es ist das falsche Vokabel für das, was ich versuche auszudrücken, aber du bist schon eine gewisse Trainingsmaschine, die einfach, du arbeitest sehr akribisch am Training. Und ich bin mir nicht sicher, wie viel an Spaß oder Spontanität im Rennen oder Geilheit aufs Rennen es dir nimmt, dass du im Training quasi so arbeitest dafür. Also so intensiv dran arbeitest, dass für dich das Rennen, zumindest kommt es mir manchmal so vor, für dich das Rennen quasi erledigt ist, bevor es startet. Weil du hast ja alles getan, dass du bis zu dem Rennen hinkommst. Und du warst eigentlich, du könntest es. Und im Rennen weiß ich nicht, ob dein Kopf nachher sagt, eh wurscht. Also
jetzt im übertriebenen Sinne. Weiß nicht. Ich glaube schon bis zu einem gewissen Grad, dass mein Problem ist, ich würde nicht sagen, dass ich es ihm drin liegen lasse. Ich brauche es einfach für meinen inneren. Das Wort, wie ich das beschreiben würde, wäre, ich bin sehr konsequent. Ich würde nicht sagen akribisch wirkt ein bisschen, dazu bin ich, glaube ich, ein bisschen zu schlampig und ein bisschen zu. Aber ich würde sagen, ich bin sehr konsequent und das bringt mir aber innerliche Ruhe, weil ich weiß, ich habe das erledigt, was ich erledigen muss. Weil ich tue mir, das ist jetzt nicht nur beim Training, ich tue mir mit so Larifabe-Vorbereitung, ich tue mir da schwer, weil ich immer das Gefühl habe, ich mache zu wenig. Und das macht mich dann noch unruhiger. Also wie ich alleine trainiert habe, habe ich das vor allem gehabt und das war ein Grund, warum ich einen Trainer wollte und wo ich wahnsinnig froh bin, einen zu haben, weil ich nicht das Gefühl habe, ich habe falsch oder ich habe nicht genug trainiert, weil ich vertraue dem Trainer, dass er das macht und wenn ich das gemacht habe, was steht, dann habe ich ein ruhiges Gewissen und kann dann ins Training starten. Ich glaube aber auch, dass ich im Training noch nicht mehr, also im Rennen, dass ich im Training oft besser bin als im Rennen, weil ich im Training befreiter bin, also weniger Druck, weniger Stress irgendwie. Und ich habe, und vielleicht Übergang, ein ausholender Übergang, ich habe irgendwie so zwei oder drei, warte mal, ich muss jetzt in meinen Notizen nachschauen, Punkte identifiziert, die ich glaube, die ich tun muss, um einfach, die ich gern tun würde, so in 2022, um mich quasi weiterzuentwickeln. Weil wir haben das ja schon einmal gehabt, ich habe diesen, vielleicht akribisch, ja, diese Liste da mit Dingen, die ich für ein Rennen brauche und eins ist quasi eine Analyse danach, weil ich mir dann gern überlege quasi, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und was kann ich quasi fürs nächste Mal verbessern. Mhm. Das klingt jetzt natürlich wieder nicht sehr, sehr und einfach spaßig und spontan, aber ja. Das ist auch etwas, was ich auch mache. Das habe ich auch jetzt im Nachhinein vom CCC. Ich habe anhand der Daten, also die ich gesehen habe, der Zwischenzeiten und allem Möglichen und dem Gefühl, an das ich mich erinnern konnte und den Zeiten und allem Möglichen, versucht zu identifizieren, wo ist es da schlecht gegangen, wo hat es angefangen. Dann bin ich 10 Kilometer nochmal nach hinten gegangen und gesagt, okay, das heißt, ungefähr hier musst du den Fehler gemacht haben, weil das kommt ja nicht spontan. Und habe mir überlegt, okay, was habe ich da gemacht? Ich glaube bei mir zum Beispiel, dass mein Einbruch zu wenig Essen war. Ja. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es mir echt noch gut gegangen ist. Und deswegen habe ich offenbar zu wenig gegessen. Und jetzt ist halt die Frage, wie du den mentalen Einbruch machst. Genau. Deswegen wollte ich noch raus. Genau, und die drei Punkte waren, einerseits würde ich gerne an meiner Bergab-Schwäche arbeiten, indem ich einfach Bergab-Intervalle mache und unterschiedliche Bergab-Intervallstrecken einbaue. Weil wenn es immer dieselbe ist, dann kennst du es einfach schon. Da fühlst du dich auch ein bisschen wohl und dich ein bisschen zu reizen. Bergab-Intervalle. Irgendwann nächstes Jahr. Also jetzt über den Winter einfach generell an der Geschwindigkeit arbeiten und irgendwann nächstes Jahr einfach Bergab-Intervalle einbauen. Den Winter oder auch nutzen. Auch im Winter, wenn es Schnee liegt. Weil, wenn Schnee liegt, so 20 cm oder 30 und du laufst im Schnee Bergab-Intervalle, und es haut dir auf die Pfeifen. Tut es nicht so weh. Ja, aber der Schnee, das ist dann wieder so ein bisschen wie, wenn es nicht glatt ist, boah, ich kann nicht mehr reden, dann hab ich ganz ein Problem damit, weil dann, wenn es nicht technisch wird, dann traue ich mich auch mehr. Deswegen ist da für mich Sommer, okay. Sommer besser. Okay. Genau. Das zweite ist, was auch über den Winter ist, ist einfach an meiner Stabilität zu arbeiten, Kraft zu machen. Weil der Basti hat ja erzählt, ich weiß nicht, was er im Podcast erzählt hat oder offline, dass der Arzt bei der Prä-UTMB-Untersuchung gesagt hat, dass er quasi bis zur Hüfte trainiert ist und drüber, naja, der ist halt auch so da. So wie wir alle, semi. Genau. Und bei mir ist das wahrscheinlich noch am offensichtlichsten, weil man es am meisten sieht. Und dieses Defizit würde ich gern ambitionierter angehen. Was, das nennt man Schwungmasse. Richtig. Ja, trotzdem hilft es mir bergab nichts. Ja, wenn es mal in Bewegung ist, schon. Ja, weiß nicht. Und halt,
haben wir schon auch immer gemacht, aber natürlich war das Laufen immer wichtiger. Und so mental für mich will ich das Krafttraining sogar fast eine Stufe über das Laufen, zumindest im Winter, stellen. Dass theoretisch, wenn ich mir überlegen müsste zwischen Krafttraining und Laufen, dass ich eher Krafttraining mache wie das Laufen. Du machst aber gar nichts, was Spaß macht, gell? Ich quäle mich selbst. Und eben. Training ist anstrengendes Laufen, das ist sehr fordernd. Ach, ich mache jetzt Krafttraining. Ja, richtig. Was machst du als nächstes? Aus der Komfortzone raus. Vielleicht. Nein, da war ich noch nicht. Da war die Zeit noch nicht. Du brichst dich doch selbst im Training mental. Und auf jeden Fall Mentaltraining. Und da habe ich mir gekauft, Mentaltraining für Läufer vom irgendwas Uwe, glaube ich. Ich glaube, das kennt man schon. Ich glaube, sie haben es auch im Laufen, liebe Erdnuss-Podcast schon mal drüber gesprochen, teilweise zumindest. Wir vergessen jetzt, von wem das Buch ist. Es heißt Mentaltraining für Läufer. Und das ist nicht nur quasi, dass du drüber liest, sondern da gibt es auch irgendwelche Übungen quasi mit. Und ich will wirklich diese Übungen machen und dann gibt er dir, soweit bin ich noch nicht, aber gibt er dir halt auch Techniken, wie du quasi dann die einzelnen Bereiche verbessern kannst. Und einen Test, also eine Übung, die du da machst, ist es ist so eine Diagnose für mentaler Stärke, heißt das, wo du 68 Fragen beantwortest und dann hast du quasi unterschiedliche, jede Frage ist quasi eine Kategorie zugeordnet und dann hast du für die jeweiligen Kategorien bestimmst einen Mittelwert und du hast quasi zwei Hauptkategorien im Training und Wettkampf und dann so Unterkategorien wie Selbstgespräche, Emotionskontrolle, Automatisierung, bla 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 bla. Also wie im Bild der Frau, das Persönlichkeitsprofil nur halt für Läufer. Quasi und halt irgendwie. Und da hatte ich aufgrund meiner Antworten, die natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, weil wenn du die Antworten dir selbst gibst, ohne dass jetzt wer mit dir drüber redet, du vielleicht ein bisschen, was du gern hättest und nicht, was du bist, aber wie auch immer. Ja. Dass ich halt im Training relativ, bei den meisten relativ hohe Werte habe und im Wettkampf dann relativ niedrig. Und da sich für mich schon zeigt, dass ich da halt mental auch sicher viel liegen lasse und nicht mein Potenzial ausschöpfe, das ich vielleicht im Training habe. Und ich auch, wenn ich allein laufe, irgendwie befreiter laufe, wenn da mich stresst das manchmal, wenn ich meine, ich muss jetzt den da vorne kriegen und dann kriege ich ihn aber nicht und dann das ist, ich bin dann nicht so, ich habe das habe eh schon mal, glaube ich, mehrere Male gesagt, auch wie wir damals beim Lucke damals diese eine Mentalstunde da hatten, dass ich nicht so diesen inneren Biss habe wie beim Wettkampf, wie du hast, diesen Schweinehund, dieses die letzten 5% rausholen und da möchte ich eben mit dem Buch möchte ich über den Winter da zumindest irgendwie dran arbeiten und da mich weiterentwickeln. Und das meinte ich vorher mit, dass du im Training sehr viel deiner Energie, quasi die Energie reinsteckst und für dich das Rennen quasi abgeschlossen ist vor dem Rennen. Das Rennen ist dann quasi nur mehr die Exekution dessen, was du vorher da aufgebaut hast und der ist aber dann nicht mehr so wichtig. Das weiß ich gar nicht. Also so kommt es mir oft vor. Ich glaube, dass ich nur das mentale Training einfach nicht in meinen Alltag eingebaut habe. Die Frage ist nur, ob's, wie soll man sagen, oftmals ist das, was dich gut gemacht hat, oft das, was dir irgendwann im Weg steht. Und wenn ich jetzt quasi ein mentales Problem damit löse, es quasi zu überanalysieren, ob das nicht auch wieder sich selbst im Weg herumstehen ist, das weiß ich nicht. Allerdings habe ich derzeit noch keinen anderen Weg, der mich... Es ist derzeit noch mein Modus operandi. Und deswegen. Ich habe da eine Idee. Wenn du so grinst, ist es keine gute. Es ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir ein bisschen unsere Wettkampfplanung synchronisieren sollten an der einen oder anderen Stelle. Und wir die Sachen dann einfach gemeinsam machen. Und im Zweifelsfall nehme ich mir ein Paddel mit. Das ist jetzt keine mentale Unterstützung. Und du willst einen Swimrun machen, oder wie? Im Zweifelsfall klatsche ich da mit dem Paddel einfach ein paar Minuten und trete dich durch das Rennen. Rein grundsätzlich, es hat schon noch was, dieses UTMB-Ding hat schon noch was bewegt. Und ich glaube, deswegen war es auch, bin ich auch irgendwie... Klingt das doof, froh, das auch so erlebt zu haben, weil schon auch
weil es einen Prozess einfach losgelöst hat, der glaube ich, irgendwann einmal sich als wertvoll herausstellen wird. Mhm. Und ich genieße aber jetzt einfach mal auch eine Zeit, nichts an keinen Wettkampf denken zu müssen und auch das Training nicht zu überernst zu nehmen und einfach Spaß zu haben, den Peter in mir zu finden und dann halt auch mal, wenn es am Sonntag schön ist und irgendwer will radeln gehen mit mir, halt auch statt laufen radeln gehen. Oder letztens war ich mit dem Babywagen, also mit laufen. Dem Thule-Dings da, mit dem kleinen Laufen, ja. Was im UTMB-Training auch nicht geht, weil halt auf die Nase kann ich nicht mit dem Teil raufnehmen. Ach so. Ja, da gibt es doch eher einen Dingsbumsweg. Schwarzes Teil am Boden, glatt. Asphalt? Kein Schott, danke. Asphalt. Ja, aber bergauf, bergab ist das mit Kinderwagen sehr unangenehm. Also bergauf ist es einfach anstrengend und bergab ist dieses ewige Halten, ist einfach zack. Jetzt sind wir einfach im Prater gelaufen, ist ja wurscht, ich habe keinen Stress. Und das genieße ich halt schon sehr und versuche da mal eine Zeit, mich zur Ruhe kommen zu lassen. Um sehr nicht einfach, weil was man auch oft macht, sich dann quasi von einem gleich ins nächste verkrampfen, weil man sich denkt, jetzt muss man quasi double down und gamma, sondern ich versuche schon mich zu entspannen. Ich habe auch lustigerweise aus einem Moment, der ich weiß nicht was, auch wieder zu meditieren angefangen. Habe ich auch schon extrem lange nicht mehr gemacht, aber es hat mir irgendwie haben wir gedacht, ich könnte wieder meditieren und irgendwie viel Lust drauf bekommen, um einfach ein bisschen auch zur Ruhe zu kommen, in mich zu kommen. Und auch die Frage zu stellen, warum mache ich das Ganze? Das ist jetzt nicht, wie gesagt, es ist keine Existenzfrage, aber es ist schon so ein bisschen mal drüber nachdenken. Ich glaube, ja, weil du sonst auch nichts kannst. Richtig. und die großen Schwächen dann halt irgendwann bearbeiten. Und du hast jetzt was systematisch gesagt, ja, gell? Ja. Siehst, da fängt das Problem an. Apropos systematisch. Sie brauchen Peter. Einen Chaos-Trainer. Apropos systematisch. Ja. Wir wollten ja, wir haben davor besprochen, das, sagen wir so, wir hatten ja irgendwann einmal eine Podcast-Folge mit unserem hochgeschätzten Trainer. Und man hat das dann schon ein bisschen in deinen Augen abgelesen, dass das etwas ausgelöst hat mit dir. Meine Vermutung, berichte mir falsch liegt, du redest ja auch schon seit öfter vom IRTF und vom Angreifen und es war quasi so der ein passender Zeitpunkt, dass das irgendwie so einen Gedankenprozess in dir ausgelöst hat. Ich glaube, es ist alles nur eine große Verschwörung von euch. Richtig. Und wir haben uns ja überlegt, weil uns das die Folge mit dem Trainer gut gefallen hat, ob wir den nicht ein bisschen öfters nicht in den Podcast holen wollen, aber jetzt gibt es halt so Trainer-Corner oder wie du sie immer nennst, gibt es halt irgendwie gefühlt viele und wir wollten ein bisschen dem eine gewisse Würze geben. Da haben wir uns gedacht, welche bessere Würze kannst du ihm geben, als wenn du das subtitlest, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, mit Peter Groß Trainer. Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist die große Weltverschwörung von euch. Ihr habt euch mit dem Bill Gates, der mich geimpft hat im Sommer, unter Decken geschmissen. Ja, wir haben dir den Trainer-Chip bekommen. Jetzt mal den Trainer-Chip gegeben. Und gefühlt jeder in meinem Umfeld hat gesagt, du solltest einmal strukturiert trainieren, was könnte da Neues gehen und hin und her und schau mal und so ein Trainer, das wäre schon gut. Und na gut, jetzt habt ihr mich soweit. Ich habe bald mein Kennenlerngespräch mit den wir werden einmal strukturiert trainieren. In mir poppen da ganz viele Fragen auf. Wir werden das sicher nochmal auch mal mit dem Trainer dann besprechen, wie ihr das jetzt genau plant und so. Aber hast du dir selbst einmal überlegt, wie lange du es zumindest ausprobieren willst? Also du musst. Nein, hast du nicht. Also hast du dir eigentlich irgend schon was überlegt? Nein. Also, dann sind alle meine Fragen eigentlich irgendwie. Wenn du es genau wissen willst, was ich mir überlegt habe, ist, ich möchte in endlicher Zeit, also in den nächsten paar Jahren, mal sowas machen wie den Alpen Adria Trail. Da haben wir ja schon mehrfach drüber geredet, das sind irgendwie, 500 Kilometer oder so irgendwas. Und das möglichst ohne dabei zu sterben. Würdest du nicht ganz vermeiden lassen, aber im Sinne von nachhaltig verletzt sein.
Ja, ich verstehe. Währenddessen sterben, das ist mir schon klar, dass das passiert. Und ich würde gerne diese 100 Kilometer Distanz oder irgendwas in die Richtung in mir festigen, dass ich sagen kann, ich kann 100 Kilometer laufen, ohne 80% davon zu leiden, sondern vielleicht nur 20% oder 30%. Also hinten raus tut es immer weh, das wissen wir alle. Und wenn es zu leicht war, dann bist du langsam gewesen, dann probierst du das nächste Mal schneller, dann tut es eh wieder weh. Also irgendwas in die Richtung. Das heißt, grundsätzlich glaube ich, dass es für mich sinnvoll wäre, dass ich in den nächsten 24 Monaten oder 12 Monaten meine Grundgeschwindigkeit auf Dauer erhöhe, weil dass ich 800 Meter schnell laufen kann, weiß ich. Und ich weiß auch nicht, ob es mir langfristig was bringt, dass ich, weiß ich nicht, 3 Kilometer schnell laufen kann und dann tot bin. Aber so Marathon oder länger in einer gewissen Grundgeschwindigkeit, ohne dabei völlig zu überhitzen, hinzukriegen, wäre gut, weil dann wäre das lang Ziel, dass man sagt, vielleicht laufe ich mal, wenn ich mag, mit dem Herrn Kimmel zusammen, den UTMB, dann möchte ich das auch tun, ohne die zweite Nacht zu durchlaufen, weil die zweite Nacht offensichtlich scheiße ist. Mein erster Gedanke, also da kommt vielleicht wieder der Analytiker oder der Planer oder der Denker in mir durch, aber mein Ding, also ich als wenn ich du wäre, mein erstes tolles Ziel, weil du willst ja den in Tirol, jetzt fällt mir nicht ein, den IRTF wolltest du ja schon auf eine gewisse Zeit laufen. Das wäre eigentlich das perfekte Ding, um das einmal auszuprobieren, zu sagen, okay, ich will beim IRTF schauen, was in mir steckt und will mir für das zumindest einmal Unterstützung holen und da einfach mich mal auf den konzentrieren und das als erstes Ziel ausgeben. Langfristig eher alles ja, klar? Ja, nein, also so IRTF, so, also das ist jetzt da wirklich sehr, sehr, sehr hochgegriffen und wieder blind in den Raum gewürfelt. 16 Stunden wäre schon geil. Nein, aber das kann man ja mal ausgeben und einmal bis dahin. Weil das ist natürlich auch, Betagos-Training ist lustig, aber wenn du das jetzt nur einen Monat machst und dann ist natürlich nicht viel dran. Und deswegen habe ich da gedacht, weil das ist auch was, jetzt als Podcaster-Hut aufgesetzt, das ist auch was eine super Serie in dem Podcast ist, wo man sich irgendwie. Ich glaube, das können wir, also diese Geschichte wird sicher einige Monate dauern, zumindest. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern alle miteinander können wir lernen, wie ein Trainer sowas angeht, wie er das Ganze aufsetzt, warum er gewisse Trainingsreize überhaupt setzt, wie schlecht ich mich dabei fühle und was ich dann von euch allen halte. Und das Lustigste wird sein, wie du das vor allem in deinen Alltag einbaust und in deine, muss man auch offen sagen, deine Gewohnheiten wirst du einem gewissen Grad auch anpassen musst. Ja, fix nicht. Naja, sonst wird es nicht, also mit einmal langlaufen am Wochenende und sonst nichts laufen, wird es halt, ich kenne einen Trainer, das ist nicht sein Style. Aber auch da ist ja der Vorteil, auch da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel, was ich weiß vom Jason Koop, der einer der bekanntesten amerikanischen Trainer, was der oft mit seinen Schützlingen macht, weil die halt auch ein hektisches Leben haben, der gibt denen teilweise zumindest, sagt, er will, dass sie diese Woche diese Workouts machen. Und da gibt es halt bald Regeln, dass du halt nicht zu hart aufeinander hast und sowas. Aber wann genau sie das jetzt machen, ob das jetzt am Montag ist oder der Dienstag oder das dürfen sie sich dann selbst auch so. Er will nur, das ist auch eher so mein Ansatz, weil ich manchmal die Wochen nicht so gut im Voraus planen kann. Und dann auch nicht, was kann man in der Früh laufen, kann man auf der Nacht laufen, kann man, weiß ich nicht. Oder muss ich die Laufeinheit switchen gegen eine Radeleinheit oder vorher im Winter mit Radl indoor, weil das kann ich neben der Arbeit machen oder keine Ahnung. Man wird sehen. Außerdem muss ich immer dann auch gleich am Anfang sagen, viermal die Woche, fünfmal die Woche laufen wird wahrscheinlich zumindest anfänglich mit dem Fuß so nicht spielen, weil ich merke ja, dass ich nach einer längeren Laufeinheit, 2 Tage Pause, sagt mein Fuß momentan doch, die machst du. Ja. Punkt. Also so weit höre ich schon mal auf meinen Körper, aber er schreit jetzt ziemlich laut, wenn er was will. Aber das ist halt ziemlich spannend. Das ist so ein bisschen, ich hole meinen inneren Peter raus
und du holst deinen inneren Flo raus. Ja, das kann bei beiden furchtbar in die Hose gehen. Das kann bei extrem in die Hose gehen. Irgendwann im Jahr sitzen wir da, Alter, was war das für eine scheiß Idee? Was war das für eine scheiß Idee? Du, dann gehst du nur mehr trainieren und ich mache nur mehr Wettkämpfe fertig. Ja, und dann werfen wir uns gegenseitig vor, dass der andere schuld daran ist, dass man uns in diese Misere gebracht hat und der Podcast ist beendet. Danke. Ja. Aber ja. Wir werden weiter berichten. Wir fanden nur, das ist ein spannendes Thema. Wir wollten das einfach kurz besprochen haben, weil ich glaube, dass das einfach eine geile Sache werden kann. Wenn ihr dazu jetzt schon Fragen habt, Anregungen oder sonst irgendwelche Bemerkungen, ob Namenswahl über Trainingsreize oder was auch immer, immer her damit. Ja. Wir überlegen dann, ob wir es verwenden können. Ihr könnt uns alles schicken, was ihr wollt. Ihr findet auf der Homepage irgendwie Kontaktformular. Es gibt auch kontakt@laufendentdecken-podcast.de. Schickt es einfach. Ihr könnt uns auch auf irgendwelchen Social schicken. Medias und was auch immer. Wir sind immer für euch da. Und das Schöne ist, seid dabei, wie der Peter leidet. Ich kann euch aus eigener Erfahrung berichten, es gibt wenig Schöneres in diesem Podcast erleben, als im Peter leiden zu sehen. Damit ist alles gesagt. Ich freue mich drauf. Dann sagen wir für heute Adieu. Servus.